Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Diesmal aus München, aus dem Hotelzimmer. Insofern ein bisschen, anderes Setting, aber das soll natürlich an dem Thema und an der Wichtigkeit des Themas gar nichts ändern. Nämlich das Thema ist Beschwerden, Elternbeschwerden. Die beschweren sich. Wie können sie es wagen? Sie bringen Unruhe rein. Sie äußern eine Beschwerde. Und das ist ja so frech, dass man uns hier kritisiert. Und deshalb müssen diese Eltern sofort weg. Die müssen sofort eine Kündigung bekommen. Gar nicht so selten dieses Herangehen, wenn es mal eine oder auch mehrere Beschwerden gibt und man an der Stelle insistierend seitens der Eltern Nachfragen sich erlaubt zu stellen. Frau Kollegin, wie ist denn da so die Rechtslage? Naja, wir haben mehrere Gesetze, unter anderem auf Bundesebene, aber auch jeweils auf Landesebene, die Elternbeteiligungsrechte vorsehen. Also die Eltern dürfen sich beteiligen und sollen sich doch bitte auch beteiligen am Kita-Geschehen und sollen nicht einfach nur sagen, ah super, ich bringe jetzt mal den kleinen Max her, den kleinen Finn oder die kleine Ronja her und dann werden die da betuddelt und dann hole ich die Oma wieder ab und möchte am liebsten mit nichts zu tun haben. So einfach ist es also nicht. Die sollen bitte gerne sich beteiligen und sollen mitreden, sollen versuchen mitzugestalten, soweit es eben geht. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich gegebenenfalls Nachfragen stelle, vielleicht auch kritische Nachfragen stelle, wenn es vielleicht darum geht, dass irgendwas teurer wird, dass irgendwas schlechter wird, dass vielleicht die Betreuungszeiten eingeschränkt werden müssen, weil Fachkraftmangel oder, das gehört dazu. Und dann dürfen Eltern tatsächlich auch mal den Mund aufmachen und sagen, Moment mal, geht das hier alles mit rechten Dingen zu oder können wir hier irgendwo vielleicht was mithelfen, an der Lösung mitarbeiten oder was braucht ihr, was können wir machen? Wo steht das Ganze denn? Wo steht das denn, dass sie sich auch beschweren dürfen? Na, im 45 SGB 8 steht das drin. Da steht drin, nein, da steht erstmal noch nicht drin, dass sie sich beschweren dürfen, aber da steht drin, dass für die Betriebserlaubnis notwendig ist, dass man auch ein Beschwerdekonzept in irgendeiner Weise hat. Als Träger heißt also, dass man sicherstellt, dass Beschwerden an bestimmte Stellen kommen, an die relevanten Stellen kommen und dort auch bearbeitet werden. Das heißt, die Eltern haben spiegelbildlich an dieser Stelle tatsächlich das Recht, sich auch zu beschweren. Aber das Recht zur Beschwerde hat natürlich auch seine Grenzen. Das muss man an der Stelle natürlich auch sagen. Wobei die Grenze immer ein bisschen schwer zu bestimmen ist, weil es sind natürlich seitens von Mama und Papa oder Mama und Mama oder Papa und Papa eben auch, gewisse Emotionen mit im Spiel und man will doch nur das Beste für das eigene Kind und insofern gibt's da auch eine gewisse Toleranz wahrscheinlich einzuhalten. Aber die Grenze ist da zu ziehen, Frau Kollegin, wo was passiert? Naja, wo ich dann gegebenenfalls beleidigend werde, Schmähkritik und so weiter als Stichwort, oder wo ich vielleicht sogar in den Bereich der Drohung komme. Also wo ich dann einfach jemanden sinnbildlich oder auch in echt an die Wand dränge und vielleicht fliegen dann auch mal die ein oder anderen Hände gegen Wangen oder ähnliches, dann sind wir natürlich definitiv raus aus dem Beschwerderecht. Ne? Ja, gut, das ist ja echt ganz, ganz, ganz krass. Ich wollte eigentlich auf Sachen hin, wie dass da subtil ein Betrug unterstellt wird, dass Gelder nicht richtig eingesetzt werden und das darf man nicht so leichtfertig alles behaupten. Einfach mal so in den Raum reinstellen und sei es auch nur als Frage, das Ganze zu formulieren, kann schon mal an der einen oder anderen Stelle nach hinten losgehen. Und das haben wir auch ganz häufig, wenn Fragen bereits beantwortet worden sind, wenn es eigentlich schon eine umfassende Klärung des Sachverhalts gegeben hat, wenn man auch zu dem Ergebnis gekommen ist, man hat hier unterschiedliche Auffassungen, auch das soll es geben. Nicht jeder Streit muss mit Sieg und unterlegener Partei zu Ende gehen und es aber immer ein weiter gibt, dann ist man auch im Bereich drin, dass das nicht mehr eine sachliche Beschwerde ist, sie kann ja auch emotionalisiert vorgetragen werden, sondern dass es am Ende, je nachdem, wo wir ansetzen, entweder die Störung des Betriebsfriedens darstellt oder tatsächlich auch, dass es schon in den Bereich Mobbing geht, wenn es sich eben gezielt um einzelne Personen handelt, denen man hier irgendein Fehlverhalten andichten will. Und dann muss sich ein Träger, muss sich ein Team, eine Leitung auch eine solche Beschwerde nicht unendlich lang oder solche Beschwerden unendlich lang gefallen lassen und können dagegen sich auch wehren. Zum Glück.
Das an dieser Stelle. Also, denkt an das gesetzliche Beschwerderecht der Eltern. Denkt daran, dass vieles, was so heiß gekocht wird, am Ende nicht auch so gegessen wird. Ach, wie auch immer dieser Spruch ist. Aber bedenkt, es gibt für alles Grenzen und die Grenzen sind auch in diesem Bereich eigentlich relativ glasklar zu ziehen. Wenn es einfach nur noch um Lügnereien und um Stimmungsmache geht, dann wird man auch da sagen können, so nicht. Unsere Wege sollten sich wohl womöglich demnächst bestenfalls trennen. Frau Kollegin, in dem Sinne, und ihr da draußen auch, haltet durch, bleibt gesund. Ich grüße doch aus München. Ich muss doch aus dem jetzt hier schon frühlingshaften, sonnigen München sozusagen ins kalte Berlin grüßen. Und da sage ich auch, auch dir, bleib gesund, halte durch. Bis dann. Ciao. Tschüss.